Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Herkunftsforschung für Kunstwerke und Sammlungsgegenstände ist ein wichtiges Thema und es ist gut und richtig, dass sich die Bremer Museen und Institutionen dieser Forschung annehmen. Sie stellen sich dabei ihrer Geschichte und ihrer Verantwortung. Im Falle gelungener Restitutionen, also der erfolgreichen Rückgabe geraubter und enteigneter Güter, stellt die Provenienzforschung auch einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung vergangenen Unrechts dar. Besonders hervorheben möchte ich auch, wie meine Vorrednerin, dass sich der Blickwinkel auf Provenienzforschung in den letzten Jahren noch erweitert hat. Als die Bürgerschaft zuletzt 2014 über eine große Senatsantwort debattierte, stand die Frage nach Gegenständen und Kunstwerken im Raum, die in der Zeit des Nationalsozialismus geraubt wurden. Nun ist auch der Aspekt der kolonialen Vergangenheit mit in den Fokus gerückt. Das Überseemuseum erforscht mit Unterstützung der Uni Hamburg, finanziert durch die Volkswagen Stiftung in einem vierjährigen Projekt seinen Bestand. Im letzten Jahr, Herr Bojaila hat schon darauf hingewiesen, gab es eine feierliche Zeremonie, wo die erste Rückführung menschlicher Überreste nach Neuseeland stattgefunden hat. Wir begrüßen diese Fokuserweiterung ausdrücklich. Das Ende aktiver deutscher Kolonialherrschaft ist fast 100 Jahre her und eine kritische Aufarbeitung dieser Periode dringend notwendig. Bei dem Engagement der Bremer Museen auf der einen Seite, das wir sehr begrüßen, sehen wir aber die Rolle des Senates bei der Provenienzforschung auf der anderen Seite kritisch, denn dieser hält sich vor allem raus. Er erklärt zwar, wie wichtig er das Thema findet und wie ernst er es nimmt, ist aber mal wieder nicht bereit, extra Gelder zur Verfügung zu stellen. Wie so oft in Bremen, kosten darf es bitte nichts. Im Ergebnis hängt dann die Provenienzforschung wesentlich von Drittmitteln ab. Und ja, auch wir finden, in Bremen soll es nicht komplett alleine, also das Bundesland Bremen soll es nicht komplett alleine machen. Und wir finden es richtig und gut, dass es die Förderung durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gibt. Aber der Umkehrschluss, dass in Bremen gar keine Förderung oder fast keine Förderung passiert, das finden wir, kann nicht Sinn der Sache sein. Bei der Kunsthalle wird das auch deutlich, denn wie Herr Rohmeier bereits zu Beginn angeführt hatte, wurde hier der Gemäldebestand bereits erforscht, aber der Zeichnungsbestand steht noch aus und das ist gerade der Kunsthalle nicht möglich, aus Eigenmitteln zu finanzieren. Hier müsste es eine Förderung des Landes Bremens geben. Auch an anderer Stelle können ohne Drittmittel nur knappe Werkverträge vergeben werden für einzelne Forschungsschritte, anstatt hier ordentliche Stellen zu schaffen. Wir finden, sowohl die beteiligten Wissenschaftlerinnen haben hier richtige Arbeitsverhältnisse verdient und auch das wäre diesem Thema angemessen. Beim Lesen hat mich auch überrascht, dass das Überseemuseum erst für 2020 eine feste Stelle schaffen will, denn die Arbeit hat hier schon längst begonnen und den Bedarf gibt es bereits jetzt. Herr Pirosner hat darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, wenn sich der Bund stärker engagieren würde. Natürlich, mehr Geld vom Bund ist immer gut, das finden wir auf jeden Fall auch. Wir finden aber trotzdem, muss man sagen, dass die Haltung des Senates, selbst kaum Geld zu geben, falsch ist. Denn das Land Bremen und seine Institutionen haben sich kulturell durch NS-Raubgut bereichert. Außerdem war Bremen ein Zentrum des deutschen Kolonialismus. Wir als Nachfahren stehen in der Pflicht, dieses Unrecht aufzuarbeiten. Und diese Pflicht darf nicht von der Frage abhängen, ob es Drittmittel gibt oder nicht. Abschließend möchte ich noch kurz auf die Arbeit der Staats- und Universitätsbibliothek hinweisen, die in der Auflistung des Senats leider fehlt. Erste Versuche, in dieser Institution die Herkunft im Nationalsozialismus geraubter Bücher zu erforschen, gab es schon in den 70er Jahren, auch wenn diese damals von der Bibliotheksleitung unterbunden wurden. Seit den 90er Jahren gibt es die systematische Erkundung und Erforschung der Bücher und bereits 275 Bücher wurden restituiert.
Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass die Bremer Institutionen im Bereich der Herkunftsforschung sehr wichtige Arbeit leisten. Das war nicht immer so. Hier hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Insbesondere auf die Ergebnisse aus dem Überseemuseum darf man sehr gespannt sein. Der Senat muss seine Haltung, dass es kein zusätzliches Geld gibt, aber dringend korrigieren. Zum Verstetigen dieser wichtigen Aufgabe und um sich aus der Abhängigkeit von Drittmitteln zu lösen, ist dies dringend notwendig. Herzlichen Dank.